Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Unser Autowunschformat, du wünschst, ich fahre, oder kurz gesagt, TWIF steht wieder auf dem Programm und wie der Zufall so will, ist wie bereits schon in der letzten TWIF-Ausgabe ein dicker Audi von euch ausgewählt worden. Letztes Mal war es der RS7, jetzt haben wir den RS6 und ja, ähnlich wie beim RS7, den hatten wir ja schon mal in der TWIF-Ausgabe, den haben wir tatsächlich hier jetzt zum ersten Mal in unserem Autowunschformat, aber wir hatten ihn sogar schon zweimal im Let's Play. Einmal in der RTDT-Folge, also in einer Folge, als ich ein Tuning eines jemand anderen angeschaut habe zu diesem Fahrzeug, aber auch ganz am Anfang des Let's Plays in Folge Nummer 7 haben wir den RS6 auch schon gefahren. Da habe ich ja einen regelrechten Autobahnbomber aufgebaut. Maximalaufbau, Breitbaukit, alles drum und dran. Und wir sind hier die Autobahn bzw. den Motorway rauf und runter gebrettert. Ja, das muss man schon mal an der Stelle sagen. Heute sieht der Autowunsch von euch ein bisschen anders aus. Ich habe natürlich auch viele nochmal dafür gestimmt, dass wir nochmal einen Maximalaufbau machen. Aber sehr, sehr viele haben vor allem für einen Performance-Aufbau gestimmt. Das heißt, wir sollen das Fahrzeug heute ein bisschen performant tunen. Dadurch, dass wir das Fahrzeug ja auch schon in der Serie über unsere Teststrecke bewegt haben, müssen wir eigentlich jetzt groß auch nicht viel Zeit mit der Serie verbringen. Wir wissen eigentlich, wo die Stärken und die Schwächen des Fahrzeugs liegen. Und dementsprechend können wir uns heute, ja, in voller Gänze um das Tuning kümmern, um den Performance-Aufbau kümmern. Und ja, keine Sorge, wir werden natürlich auch Rennen fahren, ganz, ganz viele Rennen fahren. Das ist ja in der letzten Folge gestern so ein bisschen untergegangen. Da war ein bisschen mehr Geschichtsstunde. Zum RS6, glaube ich, müssen wir nicht so viel Geschichtsstunde machen. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen mehr heute Tuning betreiben. Ich würde trotzdem sagen, wir fahren jetzt einfach mal zur Farm bei den Highlands. Dann haben wir nämlich noch ein paar Meter zu fahren. Da können wir da ja noch mal ein bisschen das Fahrzeug in der Serie kurz genießen, ehe wir dann eben uns ums Tuning kümmern. Was für ein Aufbau schwebt mir denn davor? Also klar, Motor-Swap könnten wir immer machen. Würde sich aber vielleicht, glaube ich, eher anbieten, wenn wir dann tatsächlich mal einen anderen Maximalaufbau machen wollten. Da könnten wir zum Beispiel eben auf einen V10 oder sowas gehen. Aber jetzt hier beim Performance-Aufbau, den haben wir jetzt, wie gesagt, noch gar nicht gemacht bei dem Fahrzeug. Dahergehend macht es ja vielleicht auch Sinn, erstmal beim Serienfahrzeug bzw. beim Serienmotor zu bleiben. Erstmal da mal gucken, was wir verbessern können. Und ich denke mal, die Haupteigenschaft, die wir verändern müssen, sind natürlich Fahrwerk, Gewicht, Reifen, solche Geschichten. Der Motor hat ja schon eigentlich ordentlich Power. Nichtsdestotrotz werden wir, denke ich, ein bisschen was an der Leistung machen. Ich denke, das liegt auf jeden Fall im Rahmen. Aber eins nach dem anderen. So, jetzt sind wir erstmal hier angekommen, ein paar Meter gefahren. Und jetzt sind wir schön hier in der ländlichen Gegend. Da haben wir unsere Ruhe. Ja, schön auf dem Hinterhof unserer Farm. Können wir das Ganze angehen. Ja, PS-technisch würde ich sagen, ja, aktuell haben wir ja hier 412 kW, 700 Newtonmeter Drehmoment. Das ist natürlich schon ganz ordentlich. Aber ja, ich würde sagen, also 600 PS müssen auf jeden Fall drin sein. Also nochmal hier umgerechnet, das sind ungefähr 560 PS. Nicht nur ungefähr, das sind 560 PS. Ich hätte so gesagt, so 650, 670 PS, sowas wäre ganz gut. Sowas würde ich anstreben. Also 650 PS wären 478 kW. Das können wir uns ja einfach schon mal merken. Dahergehend würde ich jetzt einfach auch damit tatsächlich einfach anfangen. Und ja, es gibt das Breitbau-Kit, aber wie gesagt, das haben wir alles schon gemacht. Und sagen wir es mal so, Breitbau ist zwar irgendwo cool, aber irgendwie ist es auch ein bisschen too much. Wir brauchen das auf jeden Fall hier nicht bei diesem Fahrzeug. Wir werden auch beim Allrad natürlich bleiben, beziehungsweise beim Quattro. Und wie gesagt, beim Motor werden wir jetzt nicht auf den V10 gehen. Das können wir uns ja vielleicht für die Zukunft aufheben. Ich denke mal, wir werden den RS6 nochmal im Let's Play sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das machen wir mal nicht dran. Die Geschichte machen wir. Ja, das können wir eigentlich überlegen, dass wir hinten diesen kleinen Splitter machen, um ein bisschen Anpressdruck auf die Hinterachse zu machen. Deswegen machen wir den mal dran hinten, da sieht man ja auch kaum. Ja, und dann können wir natürlich auch Blaulicht, das kennen wir schon, oder das ist quasi Safety-Car-Licht, aber das machen wir natürlich nicht. Wir machen jetzt kein Cop-Car, das Cop-Car gibt es ja schon zum R6, das fahren wir ja auch meistens in den Most Wanted-Ausgaben. Und ja, reifentechnisch würde ich sagen, ja, Semi-Slick ist vielleicht schon ein bisschen too much. Ich würde es gern mal, boah, das ist echt eine gute Frage. Lass mal erstmal den Motor angehen, wie schon gesagt. Und mal gucken wir mal, was wir da vielleicht machen. Also, das Ziel sind 478 kW erstmal. Gucken wir mal, da sind wir, mit den Nockenwelle sind wir schon fast dran.
muss man sagen. Lass mich gerade mal gucken, was 670 PS umgerechnet wären. Das wären dann 493 kW. Weil lass mal die Nockenwelle machen und dann vielleicht die Abgasanlage noch. Ne, da sind wir schon deutlich drüber. Ja, Turbos werden natürlich auch einen extremen Boost machen. Das ist dann schon fast zu viel. Ja, dann verzichten wir mal vielleicht auf die Nockenwelle. Machen das dann auch über einen anderen Weg. Gehen wir vielleicht doch mal über die Abgasanlage und Luftfilter. Und dann können wir vielleicht den ersten Turbo noch machen oder den zweiten Turbo. Dann sind wir bei 486 kW. Können wir 6 kW noch irgendwie rauskitzeln können. Wir könnten ja vielleicht über den Ladungskühl, was ja irgendwie auch sinnig ist, das darüber vielleicht zu lösen. Aber ja doch, oder die Ölkühlung. Guck mal, das ist hier der Sportkühler nur gewesen, ne? Ja. Macht 837 und der macht... Ja, machen wir mal über die Rennkühlung. Klar, in Forza ist es im Prinzip egal, was man für Teile einbaut. Normalerweise kann man nicht einmal ein Turbo mit mehr Ladedruck versehen oder größere Turbos einbauen, ohne irgendwie auch den Ladeluftkühler zu upgraden. Aber das ist ja in Forza im Prinzip egal. So sehr wird es dann nicht simuliert, deswegen gehen wir da jetzt auch nicht zu tief ins Detail und was wäre, wenn es das Real Life wäre und bla bla bla. So, wir machen Fahrwerk rein, was einstellbar ist, auch die Stabis machen wir rein, dass wir da ein bisschen was haben, was so einstellbar ist. Wir machen ein bisschen der Verstärkung am vorderen Motorraum rein und Gewichtsreduktion würde ich auch sagen, gehen wir, ja, ich würde jetzt nicht sagen, wir machen alles, weil das wäre halt so ein bisschen übertrieben. Also ein bisschen reell wollen wir noch bleiben, deswegen machen wir mal so eine Gewichtsreduktion. Ich glaube, das ist ganz okay. Und dann gehen wir mal noch zur Kupplung, würde ich sagen. Getriebe, ja, machen wir mal rein. Weil wir es können, weil wir einfach mehr Tuning-Vielfalt haben. Wie gesagt, das soll ja auch kein nicht direkt ein Real-Life-Tuning sein. Schon noch angelehnt irgendwo, dass wir es nicht komplett übertreiben. Schlussendlich soll es aber halt in Forza Spaß machen und funktionieren. So, jetzt müssen wir gucken, Reifen. Ja, ich mache mal kurz die Sportreifen, mache hier die richtig breiten Kamellen. 315er Schlappen vorne und hinten genauso. Aber das ist, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, wir brauchen wirklich diese Semi-Slick-Reifen, um hier wirklich ein schönes, performantes Fahrverhalten hinzubekommen. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall nicht diese breiten Schlappen. Dann reichen 295er, glaube ich, dicke aus und hinten können wir vielleicht... Ja, hinten können wir ein bisschen breiter vielleicht machen. Wobei wir haben hinten den entsprechenden Anpressdruck. Nee, wir machen auch mal hinten ebenfalls 200. Oder wir legen das Fahrzeug ein bisschen hecklastig aus. Das wäre vielleicht auch eine Option. Dann machen wir daher auch mal, machen wir das mal so. Und dann machen wir vielleicht noch die Nockenwelle dazu. Dann haben wir auch, guck mal, genau 1,75 Tonnen. Das ist auch schon, ist auch eine schöne Sache. Dann würde ich sagen, dann machen wir das so. Leistungsindex 860, haben wir auch einen glatten Betrag. Wobei, mit den Felgen können wir vielleicht noch was machen. Wobei, lasst mich da mal ganz kurz was schauen. Und zwar glaube ich, ich habe vor der Folge mal kurz reingeguckt, da gibt es natürlich viele schöne Designs. Viele haben auch gesagt, ich soll das Olsen-Design nehmen, aber das machen wir vielleicht, wenn wir nochmal so einen Maximalaufbau machen, oder? Eben das fände ich ganz geil, das Schaeffler-Design. Oder aber, was es in Fantory Stewie gemacht hat, der hat nämlich das R6E-Design gemacht, was ja von Abt kommt. Und ich glaube, das sieht auch ganz geil aus, auch wenn wir jetzt kein E-R6 hier machen. Aber irgendwie stylisch hätte es ja trotzdem was. Und warum sollte das nicht ein bisschen cool daherkommen, wenn wir das so haben? Jetzt dürfen wir nämlich dann auch entsprechend andere Felgen machen. Das hat er nämlich extra so designt. Dann kommt das nämlich vielleicht auch ganz cool rüber. Ich weiß nur nicht, ob die schwerer, leichter oder sonst was sind. Die waren es nicht. Doch extra so Felgen, die da auch die hier, oder? Aber das ist dann... Können wir eigentlich machen, oder? Da ist dann so ein bisschen das Gelb mit dabei in den Felgen. Aber ich glaube, das sieht da trotzdem ganz cool dann aus, ne? So, das hat ja dann so ein bisschen so einen Elektro-Touch, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht passen da auch andere noch besser. Gut, die würden auch irgendwo passen. In irgendeiner Form. Das ist eine gute Frage. Die würden, glaube ich, sogar fast noch besser passen, ne? Das sind halt, ja, sehr spezielle Felgen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Originalfelgen nochmal aussahen, aber... Bevor wir uns jetzt so lange dran aufhalten... Ja, sagen wir es mal so, ich entscheide mal, wie die Speichen der Felgen aussehen und ich glaube, da gefallen mir die HRE-Felgen ein bisschen besser als die hier. Deswegen nehmen wir jetzt doch die hier. Jetzt sind wir aber natürlich vom Gewicht nicht mehr richtig, ja, vielleicht kriegen wir es ja trotzdem wieder hin, diese... Nee, da kriegen wir es, glaube ich, nicht so ganz hin, oder? Ich mache mal das so und dann machen wir mal die Schwungscheibe. Mal gucken, ob wir ja trotzdem wieder auf diese
1,75 Tonnen kommen. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja, nee, dann lassen wir es jetzt so. Oder beziehungsweise machen wieder die. Ach egal, komm, wir lassen es so. Dann sind wir bei 860, dann haben wir immer beim Leistungsindex einen glatten Wert. So, komm, machen wir dran. Und dann gehen wir mal raus und gucken, wie sich das Ganze so fährt. Ist auch gut, dass unser Mannequin hier noch mit dem Retro-Rennwagen-Outfit rum, Rennwagen, sag ich, Retro-Renn-Anzugsdesign rum sitzt. So, muss gerade mal hier kurz was umstellen. Wunderbar. So, wir haben jetzt ein bisschen breitere Hinterräder. Wir haben hinten, wir haben hinten so einen kleinen Flap dran, der auch ein bisschen Anpressdruck erzeugt. Und genau das nutzen wir jetzt heute im Tuning aus, um das Fahrzeug viel, viel mehr über die Vorderachse abrollen zu lassen. Und die Gefahr ist, das, was ich jetzt mache, dass die Hinterachse sehr leicht wird. Aber dadurch, dass wir jetzt eine breitere Reifen hinten haben, welche uns mechanischen Grip bieten, plus den aerodynamischen Grip auf der Hinterachse, den wir auch noch haben, den wir ruhig auch ein bisschen nochmal erhöhen können, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, was wir machen werden. Was man machen kann, ist natürlich, wir werden vorne massiv einfach die Stabilisatoren weniger machen. Hinten können wir das, ja, ne, hinten würde ich es mal so lassen, das passt schon. Bei den Federn ein ähnliches Bild, wir senken auch vorne ein bisschen das Ganze ab, wir senken auch vorne die Fahrwerkshöhe im Verhältnis zu hinten noch ein bisschen mehr ab. Auch bei der Dämpfergeschichte würde ich gerne vielleicht auch hinten das Ganze ein bisschen härter dämpfen, einfach alles vorne ein bisschen mehr machen. Ist eigentlich eher untypisch, weil wir haben vorne mehr Gewicht. Aber in dem Fall soll es darum gehen, dass wir wirklich ein sehr, sehr knackiges Einlenkverhalten haben, ein sehr performantes Tuning am Ende haben. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt hier heute verfolgen. So, Sturz lasse ich vorerst mal, wobei ich glaube, wir können hier ein bisschen mehr Nachlauf auch geben. Entsprechend dann vorne ein bisschen reduzieren. Nachlauf, ja, erkläre ich jetzt nicht in der Folge. Da könnt ihr einfach auch mal den Tuning-Guide auschecken. Da habe ich den Nachlauf mal etwas genauer erklärt. So, wir machen deutlich mehr auf die Hinterachse, was den Antrieb angeht. Vielleicht, ja, 77% oder so. Ich glaube, das ist trotzdem ganz okay. Wir sperren vorne nicht ganz so viel. Und ja, beim Verzögern sperren wir jetzt auch nicht ganz so viel hinten. Aber dann dürfte das, glaube ich, schon ganz gut passen. Das würde... wird sich jetzt natürlich auf aufs Fahrverhalten schon massiv auswirken, was wir jetzt hier eingestellt haben. Ja, untersteuern ist, glaube ich, jetzt schon Pustekuchen, muss ich sagen. Das ist schon ein massiver Einschnitt gewesen. Jetzt muss man noch hoffen, dass die Hinterachse, also die Räder hinten, sowie die Aerodynamik dann ihren Job auch verrichtet. Dass wir eben jetzt keinen Gripverlust auf der Hinterachse haben. Okay, beim Anbremsen haben wir noch so ein bisschen eine schiebende Vorderachse. Da können wir uns auch noch einen weiteren Trick bedienen gleich, aber jetzt gucken wir erstmal. Wenn ich natürlich zu spät bremse, dann bringt auch das ganze Fahrwerk nichts. Ja, aber das ist schon super, super sportlich, wie das Ding jetzt hier fährt. Uiuiui. Power ist auch da. Na, guck mal, wir halten diese über, ja, die 760 PS haben wir jetzt eine ganz gute Weile gehalten. Am Ende baut es natürlich ein bisschen ab. Getriebe könnten wir ja mal so auslegen. Also wir haben 8 Gänge, aber ich würde sagen, wir legen mal den letzten Gang oder die letzten beiden Gänge so ein bisschen auf V-Max aus. Deswegen passen wir auch da das Getriebe mal an, weil die ersten Gänge sind super, super kurz übersetzt. Also, ob wir da überhaupt so brauchen, ist natürlich noch so eine Frage. Da gucke ich gerade mal im ersten Gang. Und ja, wir fahren gleich Rennen, keine Sorge. Ja, der erste Gang passt, würde ich sagen. Und tschüss.
Ja, 330 ist knapp angegeben Topspeed. Das ist natürlich jetzt nicht übertrieben schnell, aber es soll ja auch ein Performance-Aufbau sein. Da brauchen wir jetzt auch nicht diese massive Topspeed. So, jetzt gucken wir mal, wie das bei der Leistung ist. Weil das ist das, was ich vor einigen Folgen mal erklärt habe. Wir müssen den letzten Gang jetzt auch nicht voll ausdrehen, sondern wir müssen auch in dem Bereich bleiben, wo auch noch ordentlich Leistung ist. Dass wir da... Weil jetzt gucken wir, jetzt drehen wir den Gang schon ein bisschen aus. Wir kommen auf 337, kommen wir jetzt. Okay, das können wir uns mal merken. Jetzt testen wir das einfach mal. In der Praxis, was ich damals in der Theorie gesagt habe. Wir gehen an den gleichen Punkt wie gerade eben. Und jetzt lasst uns mal den letzten Gang oder die letzten beide Gänge einen Ticken, nur einen kleinen Tick länger setzen. Und ich glaube, weil wir länger in dem Bereich dann sind, wo eben mehr Drehmoment und mehr Leistung anliegt, erreichen wir auch eine entsprechend bessere Topspeed. Gut, der sechste Gang ist eigentlich schon ganz gut übersetzt. Wir könnten vielleicht den vierten Gang noch ein bisschen da anpassen in die Geschichte. Und dann könnten wir eben den Gang auch ein bisschen länger setzen und dann dürfte tatsächlich am Ende, also 337 hatten wir jetzt, ja, so, dann fahren wir jetzt hier auch nochmal an. Mal gucken wir doch mal, ob da jetzt mehr rausspringt, weil wir dann gleich länger am Ende im Leistungsbereich liegen. Oder ob genau das Gleiche rauskommt. Das kann natürlich jetzt auch passieren. Oder wir sind langsamer. Das sehen wir jetzt gleich. Ich behaupte, wir sind 1-2 km/h schneller. Ja, 1 km/h haben wir rausgefischt. Okay, 1 km/h haben wir rausgefischt. Aber immerhin 1 km/h rausgefischt. Ja? Ist doch auch nicht schlecht. Weil ihr seht es auch, jetzt sind wir hier bei 491 kW, also fast bei der Maximalleistung. Und da halten wir uns jetzt eigentlich fast die ganze Zeit. Und das ist ja nicht schlecht. Ja? Das ist eigentlich gar nicht schlecht, deswegen halten wir dann auch die Geschwindigkeit besser. Sehr schön, weil man muss ja ein bisschen auch auf die Leistungskurven achten. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dann fahren wir jetzt aber mal ein Rennen, denn was bringt mir das alles, wenn wir hier entsprechend nicht unterwegs sind? Dann gehen wir doch vielleicht gerade mal auf unsere PXR-Teststrecke, fahren wir doch da ein kleines Rennen. Aber das ist ja der beste Test, würde ich sagen. Wobei, das ist eigentlich kein richtig gutes Rennen. Die Strecke ist zwar gut, aber die Konkurrenz schläft da ein bisschen. Dann machen wir vielleicht doch wo auf einer anderen Strecke ein Rennen, machen wir vielleicht ein Sprintrennen hier. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Konkurrenz haben. Wir wollen ja wissen, hat das Tuning jetzt was gebracht gegen die drei Vatare, und wir testen das natürlich nicht gegen irgendwelche drei Vatare, wir testen das erste Mal in der Super Cyclone-Klasse und natürlich testen wir das gegen die unschlagbaren drei Vatare, also die stärksten Gegner, die man so einstellen kann. Natürlich fragt sich jetzt der ein oder andere, macht es jetzt nicht Sinn, noch mehr Leistung reinzumachen? Macht es nicht Sinn, jetzt doch die breitesten Reifen zu verwenden? Natürlich, das könnte man tun, aber man muss das natürlich dann halt immer so, ja, im Verhältnis sehen. Also passt es irgendwo auch noch. Und ich glaube, so wie es jetzt ist, so nach Bauchgefühl würde ich sagen, ist ein guter Aufbau. Wir haben eine gute Leistungssteigerung. Wir sind jetzt nicht ganz bei 700 PS, 670 PS. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ansage für dieses Fahrzeug. Die Bremsen packen noch ganz gut. Das Fahrwerk macht einen guten Job. Die Aerodynamik funktioniert ganz gut. Und ich glaube, auch der Durchzug und so weiter ist auch alles noch ganz okay. Denn da möchte ich natürlich auch dich nochmal dran erinnern, beziehungsweise auch gerade die ganzen neuen Zuschauer nochmal darauf hinweisen. Mit Performance-Aufbau ist hier Folgendes gemeint. Wir versuchen, ein Fahrzeug aufzubauen, was in allen Belangen funktioniert. Sowohl Beschleunigung, Traktion, Topspeed, Kurvenverhalten, Kurvengeschwindigkeit. Also was halt so quasi eine eierlegende Wollmilchsau ist. So in der Richtung, das wäre so der Idealfall. Das versuchen wir immer mit so Performance-Aufbauten hinzubekommen. Für alles andere gibt es ja Maximalaufbauten und sonst was weiß ich was für Aufbauten. Und ich glaube, da haben wir uns auf jeden Fall einen guten Schritt hinbekommen. Problem war jetzt natürlich hier am Anfang des Rennens, dass da uns der eine Drei-Vatar so ein bisschen von der Strecke geschmissen hat. Aber jetzt setzen wir uns mal so kackendreist hier innen rein.
Aber so macht, muss ich sagen, der R6 richtig Spaß. Da ist nichts mehr mit Autobahnbomber. Das ist jetzt ein richtiger ein Rundstreckenbomber. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ja, jetzt macht er die innere Spur nicht auf. Komm jetzt. Hey, man kann richtig früh ans Gas gehen. So macht es natürlich Spaß zu fahren. Power ist genug da. Kurvenspeed ist gut. Bremsen sind gut. Ja. So stellt man sich eine TÜV-Folge vor. Man nimmt sich was vor und versucht es umzusetzen und es funktioniert auf Anhieb. Das ist doch eine schöne Sache. Ja, und da auch einfach nochmal der Hinweis beim TÜV. Formular oder beziehungsweise allgemein zum Format. Also falls du auch einen Autowunsch hast, dann kannst du gerne über das entsprechende Formular, welches sich in der Videobeschreibung befindet, ein Auto wünschen. Du darfst dir auch gerne nochmal den RS6 wünschen, wenn du gesagt hast, Wrench Ray, ich hätte es jetzt aber ganz gerne gesehen, wie du den jetzt doch trotzdem nochmal maximal aufgebaut hättest, oder ich hätte ganz gern gesehen, wie der denn so ist, wenn man einen V10 einbaut. Also solche Wünsche kannst du natürlich noch äußern. Ich versuche immer wieder, wenn ein Fahrzeug nochmals drankommt, ja, eben weil den RS6 sehen wir jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal im Let's Play. Gut, einmal war es eine RTTT-Ausgabe, da war es nicht mein Tuning, da war es ein anderes Tuning. Aber ich selber habe den ja auch schon mal einmal, wie gesagt, in Folge 7 des Let's Plays aufgebaut, einmal Maximalaufbau gemacht. Und daher würde ich jetzt erstmal noch ein neues Rennen suchen. Vielleicht machen wir gerade mal so ein Straßenszenenrennen. Das wäre doch eigentlich auch ganz nice. Daher versuche ich dann immer wieder, wenn natürlich so ein Fahrzeug nochmals drankommt, dass ich wirklich einen anderen Aufbau mache. Ja? Also eben jetzt haben wir den Performance-Aufbau gemacht mit dem Serienfahrzeug. Wenn du jetzt nochmal wünschst und viele andere auch sagen, hey, nochmal R6, nochmal Performance. Ich denke mal, das wird in frühestens 100 weiteren Folgen erst passieren. Aber falls es so wäre, dann würde ich halt sagen, okay, dann machen wir halt jetzt einen Performance-Aufbau mit V10. Oder wenn ihr einen Maximalaufbau nochmal wünscht, dann mache ich halt einen Maximalaufbau mit V10 oder sowas. Dass wir halt auch einen Unterschied haben. Dass da halt auch was anderes gemacht wurde. Weil sonst nochmal das Gleiche machen, ist ja dann auch nicht irgendwie so sinnig. Und wenn du jetzt aber sagst, boah, schon wieder so ein dicker Audi, können die Leute sich nicht was anderes wünschen, dann, ja, kritisiere nicht die Leute, die sich das gewünscht haben, sondern wünsch dir selber was anderes. Wenn du sagst, hey, die Super Saloon Klasse hat so geile Fahrzeuge, dann zeig mir doch mal, keine Ahnung, irgendein anderes halt, was da halt so drin ist. Und dann wünsch dir doch einfach mit einem entsprechenden Aufbau. Wenn du sagst, das würdest du doch ganz gerne mal sehen. Und das Formular wird ja immer wieder Stück für Stück manuell zurückgesetzt. Also nicht die Wünsche werden zurückgesetzt, sondern quasi dein Einsendetoken sozusagen. Das heißt, du kannst dann nochmals wünschen und du kannst auch gerne einen Wunsch, den du geäußert hast, nochmal wünschen, um einfach den Wunsch nach oben zu treiben. Das ist auch eine Möglichkeit. Damit dir ein Wunsch etwas schneller drankommt. Ja, ich habe gestern auch einen Kommentar gelesen von einem ganz treuen Abonnenten, der geschrieben hat, ja, Ray, jetzt muss ich doch mal Kritik äußern. Und das sage ich auch immer wieder, Kritik ist immer wünscht, wenn sie auf jeden Fall gut ist. Also nicht eine gute Kritik, klingt jetzt falsch, also halt gut formuliert ist, wenn da wirklich auch was dahinter steckt. Und konkret gesagt, vielleicht hat es der ein oder andere auch von euch gelesen, das Kommentar. Und zwar wurde gesagt, ja, es kommt meiner Meinung nach viel zu wenig TÜV und viel zu wenig RTDT dran, aktuell im Let's Play. Das war noch zu Horizon 3 Zeiten und auch zu Horizon 2 Zeiten noch ein bisschen anders, gerade was auch TÜV angeht. Das weiß ich, das ist mir auch bewusst, Leute. Es wird auch mehr kommen, keine Sorge. Das wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr kommen. Das war jetzt aber in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen schwierig, diese Formate zu realisieren. Und dementsprechend werdet ihr auch oder werden eure Autowünsche auch erhört werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere gesagt hat,
Für was soll ich jetzt ein Auto wünschen? Es kommt ja eh kaum eine Autowunschfolge dran. Das wird sich auf jeden Fall ändern, weil ich selber mega Bock drauf habe. Und ja, die größtenteils sind ja eben die Autopass-Fahrzeuge jetzt sowieso durch, beziehungsweise sie sind durch. Und auch diese Seasons-Meisterschaften sind jetzt auch nicht alle so interessant, als dass ich da jetzt immer jede aufnehmen müsste. Auch nicht jeder Forza-Ton ist immer interessant. Da kann man dann eher, glaube ich, mal auf so eine Folge verzichten und dann eher mal halt eine RTDT-Folge mit reinstreuen. Ich glaube, das ist dann auch nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, ach komm, da vorne ist nochmal so ein Sprintrennen, machen wir doch nochmal so ein Sprintrennen. Dass wir da auch nochmal ein bisschen Renn-Action hatten. Und ja, eigentlich würde ich jetzt ungern was am Tuning ändern. Ich finde, das ist so ein 0815-Tuning, wie ich das ja gerne nenne. So ein 5-Minuten, so eine 5-Minuten-Terrine, so ein 5-Minuten-Tuning. Muss ich sagen, funktioniert das richtig gut. Der R6 hätte ich mir vor der Folge echt nicht zu wünschen erträumt. Und da haben wir ja das Olsen-Design nebendran. Gibt es ein richtiger Fight hier. Da hat die C-Klasse ein bisschen sich dick gemacht. Sie macht sich immer noch dick. Komm, lass mich doch vorbei und bremst mich nicht aus. Was ist denn das? Was macht der M2 da vorne? Das war zu schnell. Ist ja eine der wenigen Sprintrennen, muss ich sagen, die sehr, sehr schwierig sind zu gewinnen. Deswegen, wenn wir das jetzt irgendwie schaffen, die Volvos, die irgendwie da vorne auf Steroide sind, zu schlagen, dann spricht das auf jeden Fall für den Aufbau hier. Aber erstmal müssen wir irgendwie an denen vorbeikommen. Und das wird nicht so einfach werden. Weil in den Kurven überholen ist immer so eine Sache. Und auf den Geraden, wie gesagt, sind die ein bisschen... Haben sie ein bisschen arg gepimpt. Man könnte schon meinen, sie haben den Volvo Iron Knight Motor inne. Na, das schaut doch schon mal alles ganz gut aus. Das heißt, wir könnten auch das Rennen gewinnen. Und das spricht erneut für diesen Aufbau. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, alle, die für den Audi R6 vom Jahre 2015 gestimmt haben und gesagt haben, Ray, mach doch bitte, bitte, bitte einen Performance-Aufbau. Wir haben den Autobahnbomber in Folge 7 schon gesehen, den Maximalaufbau schon gesehen. Wir wollen aber das Ganze auch nochmal performant sehen. Das habt ihr jetzt bekommen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich gebe das Tuning selbstverständlich frei. Könnt ihr selber mal austesten. Und ich würde sagen, das haben auch immer wieder mal welche Leute geschrieben. Und zwar fahr doch die getunten Varianten der Fahrzeuge auch mal bitte ein bisschen öfter auf der Teststrecke. Und da sage ich einfach nur noch Folgendes. Wenn ich sage, okay, die Zielsetzung hat geklappt. Und die Zielsetzung war heute, den Performance-Aufbau des R6 zu erschaffen. Und ja, die Zielsetzung finde ich sehr erfolgreich. Und wenn das im Allgemeinen funktioniert, dann würde ich sagen, dann hat sich das Fahrzeug am Ende der Folge auch verdient, auf die Teststrecke nochmal geschickt zu werden. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einen kleinen Schwenk auf die Teststrecke. Ich verabschiede mich schon mal mit meiner Stimme. Ich gebe euch nochmal den vollen Spielsound. Dann könnt ihr nochmal hier ein bisschen reinhorchen in den R6. Und ja, die Zeit, die am Ende rauskommt, lasst euch überraschen.